Unser Universum ist 13,7 Milliarden Jahre alt. Wie sind Raum und Zeit entstanden? Warum ist unsere Welt so, wie sie ist? Astrophysiker sind dabei, den Ursprung des Universums zu entschlüsseln. Woher kommt die Welt? Rolf Landua ist Physiker und sucht nach Antworten auf diese uralte Frage der Menschen. Zusammen mit 10.000 Wissenschaftlern bereitet Rolf Landua am CERN, dem Europäischen Kernforschungszentrum in Genf, das größte physikalische Experiment der Menschheit vor. Dafür haben sie die größte Maschine der Welt gebaut. Einen gigantischen Teilchenbeschleuniger in einem 27 Kilometer langen Tunnel, der unterhalb von Genf verläuft. Dazu gewaltige Detektoren. Hier werden bald Teilchenkollisionen mit bisher unerreichbarer Energie stattfinden. Sie wollen zum ersten Mal den Urknall simulieren, zeigen, wie die Welt entstand. Die Planung begann vor 20 Jahren. Aber erst jetzt sind sie so weit. Die letzten Arbeiten am Beschleuniger laufen. Danach wird die gigantische Röhre hermetisch abgeriegelt. Noch nie waren Wissenschaftler dem Ursprung der Welt so nahe wie jetzt. Woher kommen wir? Wir glauben, dass das Universum aus einer Art Nichts entstanden ist. Vakuum, leerer Raum, gefüllt mit viel, viel Energie. Aber wie kann aus etwas, das eigentlich nichts ist, Materie werden? Das ist ein Prozess, der ist uns noch teilweise rätselhaft. Doch nicht nur in Genf sind die Astrowissenschaftler auf der Suche nach dem Ursprung der Welt. Andere suchen mit Hilfe des Lichts nach Bildern, die zeigen, wie alles begann. In der Atacama-Wüste in Chile steht das Very Large Telescope. Eines der größten Teleskope der Welt, kurz VLT. Mit ihm dringen die Astrowissenschaftler immer weiter in den Kosmos vor. Es funktioniert wie eine riesige Zeitmaschine. Denn das Hinausschauen in den Weltraum ist auch ein Zurückschauen in die Zeit. Ist eine Reise zu den frühen Stadien unseres Universums. Die Wissenschaftler suchen nach den Orten, wo die ersten Sterne entstanden und wo sie sich dann zu den Galaxien verbanden, aus denen das Universum aufgebaut ist. Wie konnten sich aus den ersten diffusen Strukturen die klaren Formen einer Galaxie entwickeln? Im All umkreisen Weltraumteleskope in einer Höhe von 590 Kilometern die Erde und senden Aufnahmen von Sternen und Galaxien, die so weit entfernt sind, dass es kaum vorstellbar ist. Das Licht dieser Sterne, Galaxien und Spiralnebel braucht Milliarden Jahre, um auf der Erde anzukommen. Innerhalb eines Jahres bewältigt ein Lichtstrahl einen Weg von 9,5 Millionen Kilometern. Das Licht unserer Sonne braucht nur 8 Minuten bis zur Erde. Aber schon das Licht von Andromeda, der Galaxie, die unserer Milchstraße am nächsten ist, benötigt dafür 2,5 Millionen Jahre. Die Bilder, die Weltraumteleskope liefern, sind also Ereignisse, die unendlich lange zurückliegen. Noch vor 80 Jahren glaubten die Kosmologen, das Universum bestünde nur aus unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße. Dabei sind es Milliarden Galaxien und die Dimension des Universums scheint unendlich. Es ist eine sehr interessante Frage, ob wir überhaupt in der Lage sind, das Universum, in dem wir leben, zu verstehen. Keiner kann das garantieren, dass wir jemals so weit sein werden, dass wir wirklich ein vollständiges Bild dieses Universums haben. Es ist schon überraschend, wie viel wir tatsächlich schon herausgefunden haben.
Wenn man davon ausgeht, könnte man optimistisch sein und sagen, unser Gehirn hat sich offenbar so weit entwickelt, dass wir die total abstrakten Gesetze, nach denen unsere Welt funktioniert, verstehen können. An der Berkeley University in Kalifornien schaut der Astrophysiker Saul Perlmutter mit dem VLT und dem Hubble-Teleskop zurück in die Vergangenheit. Er untersucht explodierende Sterne. Die Astronomen nennen diese Sterne Supernovae. Supernovae gehören zu den gewaltigsten Ereignissen im Universum. Sie explodieren mit der Kraft von einer Trillion Trillionen Atombomben. Ihr Licht strahlt für kurze Zeit heller als das einer ganzen Galaxie. Weil ihre Leuchtkraft sehr gut berechenbar ist, kann Perlmutter ihre Distanzen zur Erde ermitteln und ist so in der Lage, die Entwicklung des Universums zu beobachten. All diese Supernovas sind Explosionen, die sich vor einer, zwei oder drei Milliarden Jahren ereignet haben. Wenn wir eine dieser Supernovas untersuchen, erzählt sie uns etwas über diesen Moment in der Geschichte vor einer Milliarde Jahren oder vor zwei Milliarden. Wir versuchen, so viele wie möglich aufzuspüren, um herauszufinden, wie sich das Universum vor zwei, fünf oder zehn Milliarden Jahren verhalten hat. Hubble hat vor 70 Jahren bewiesen, dass es unendlich viele Galaxien gibt und dass sich das Universum immer weiter ausdehnt. Das wirft zwei Fragen auf. Wie weit wird sich das Universum noch ausdehnen? Und wie klein war es am Anfang? In Garching am Max-Planck-Institut für Astrophysik knobeln Volker Springel und Simon White genau an diesen Problemen herum. Wenn es stimmt, dass das Universum immer weiter wächst, welche Kraft treibt es an? Die beiden Wissenschaftler haben eine Theorie darüber, wie das frühe Universum ausgesehen haben muss. Jetzt wollen sie überprüfen, ob diese Theorie stimmt. 60 Billionen Zahlen benötigen sie hierzu. Diese Zahlen erhalten sie von Satelliten, die das Echo des Urknalls, das kosmische Rauschen, messen. Diese kosmische Hintergrundstrahlung entstand 380.000 Jahre nach dem Urknall. Das Universum hatte sich auf einige tausend Grad abgekühlt. Die ersten Atome bildeten sich. So wurde das Universum transparent. Das Licht konnte sich ungehindert ausbreiten. Die Hintergrundstrahlung ist wie ein Echo des Urknalls. Mit Hilfe eines Superrechners simulieren die Garchinger Wissenschaftler zum ersten Mal das Wachsen des Universums. Die Simulation beginnt 400.000 Jahre nach dem Urknall. Ihr Name Aquarius. Wir machen ja Entwicklungsrechnungen vom Universum und wir fangen kurz nach dem Urknall an. Wir glauben, dass wir den Ausgangszustand gut kennen. Da gibt es auch Beobachtungen von der Restwärmestrahlung des Urknalls. Das heißt, wir wissen etwa, wie das Universum ausgesehen hat 400.000 Jahre nach dem Urknall. Und da war es sehr einfach. Sehr glatt, nur ganz winzige Schwankungen in der Dichte. Und diesen Zustand beschreiben wir auf dem Computer. Und dann müssen wir den einfach unter den Gesetzen der Physik vorwärts entwickeln, für 13 Milliarden Jahre. Aquarius zeigt, wie die kosmischen Strukturen entstanden sind, wie sich die ersten Sterne aus der kosmischen Ursuppe bildeten und sich anschließend die ersten Galaxien unter dem Einfluss der Schwerkraft formierten. Wenn die Simulation fertig ist, werden die Garchinger Astrophysiker diesen simulierten Endzustand des Universums mit dem tatsächlichen Zustand vergleichen. Eines allerdings kann der Superrechner nicht. Zurückrechnen bis zur Stunde Null, wo alles begann. Dem Urknall. Eine Billionstel Sekunde nach dem Urknall begann das Universum zu wachsen. Und am CERN will man herausfinden, wie diese Sekunde genau aussah. Unsere Vorstellung des Urknalls ist, dass die Energie des Universums am Anfang in einem winzig kleinen Punkt konzentriert war. Dieser Punkt begann sich auszudehnen und das war keine Explosion in Raum und Zeit, sondern von Raum und Zeit. Also Raum und Zeit entstanden zu diesem Zeitpunkt. Und dabei entstand
auch all die Materie, alle die Teilchen, die wir heute sehen. Eigentlich hätte das gar nicht passieren dürfen. Beim Urknall wandelte sich Energie in Materie und Antimaterie um. Zu jedem Teilchen gibt es ein Antiteilchen mit exakt denselben Eigenschaften, bis auf die elektrische Ladung, die umgekehrt ist. Und darum gilt, Materie und Antimaterie würden einander sofort vernichten. Genf, das europäische Kernforschungszentrum CERN. Die Physiker hier beschäftigt die Frage, warum blieb eine Billionstel Sekunde nach dem Urknall etwas Materie übrig, aus der dann die Galaxien und eben auch unsere Welt entstanden sind. Der Ring des Teilchenbeschleunigers verläuft 50 bis 100 Meter tief unterhalb von Genf und dem französischen Jura. Billionen von Wasserstoffatomkernen, Protonen, werden mit Lichtgeschwindigkeit durch den Ring rasen. 11.000 Mal in der Sekunde. Die Teilchen wiegen weniger als ein Staubkorn. Aber durch die Lichtgeschwindigkeit entwickeln sie so viel Energie wie ein Auto mit 1600 Kilometern pro Stunde. Ein Magnetfeld 180.000 Mal so stark wie das der Erde hält die Protonen auf der Flugbahn. Die Urknallkollisionen werden in vier gigantischen Teilchendetektoren stattfinden, die sie aufzeichnen und analysieren. So groß wie Mehrfamilienhäuser sitzen sie 80 Meter tief unter der Erde. Diese Detektoren sind in ihrer Dimension für die Physiker absolutes experimentelles Neuland. So etwas gab es noch nie. 200 Millionen Sensoren, 1 Million Kilometer Kabel wurden verlegt. Verschiedene Filterschichten der Detektoren messen die Spuren der neuen Teilchen und ihre Masse und Energie. Die vier Detektoren und der riesige Teilchenbeschleuniger sind das Werk von 11.000 Wissenschaftlern aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Es ist nicht nur die größte, sondern auch die komplizierteste Maschine der Welt. Es erfordert so viele Detailkenntnisse in verschiedenen Regionen, dass ein Einzelner unmöglich auch nur annähernd alles das wissen kann, was man dazu braucht. Das heißt also, wir bewegen uns in einer Richtung, dass nur die Gruppe selbst, die genügend Fachkenntnisse und wenn sie so wollen, eine Gemeinschaftsgruppenintelligenz aufbauen kann, die das dann eben erledigt. 11.000 Mal pro Sekunde rasen die Protonen durch den 27 Kilometer langen Ring. Die einen links, die anderen rechts herum. Diese zwei Röhren haben nur einen Durchmesser von 10 cm. In den vier Detektoren kreuzen sich die Flugbahnen der Protonen. 600 Millionen Kollisionen wird es pro Sekunde geben. Genau um diesen Moment geht es. Durch die Kollision entstehen neue Teilchen. Wie wandelte sich pure Energie in Materie um? Wie entstanden die Elementarteilchen, aus denen alles besteht? Dafür verantwortlich, so glauben die Forscher, ist das sogenannte Higgs-Teilchen. Ohne das Higgs-Teilchen wäre alles masselos und würde mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum sausen. Nur, dieses Higgs-Teilchen, benannt nach dem Mann, der die Theorie entwickelte, hat bislang noch niemand gefunden. Bei den 600 Millionen Kollisionen in der Sekunde arbeiten die Detektoren wie Kameras, die pro Sekunde ein Foto von 600.000 Millionen Menschen machen. Unter diesen suchen sie einen, der ganz selten vorkommt. Die Forscher rechnen mit einem Higgs-Teilchen pro 1 Billion Ereignisse. Aber wenn sie das finden, können sie beobachten, wie aus Energie Masse wird. Der Datenstrom bei den Kollisionen wird so riesig sein, dass die Computer gar nicht alles erfassen können. Das Rechenzentrum, das Gehirn von CERN. Mehr als 10.000 Rechner stehen hier in Genf. Sie scannen rasend schnell durch die Daten der Detektoren, um die verdächtigen Ereignisse zu finden. Nur etwa 1.000 Ereignisse pro Sekunde werden dann erfasst. Ein Jahr lang soll gemessen werden. Auf CDs gespeichert, würde dieser Datenturm mindestens doppelt so hoch sein wie der Mount Everest. Allein kann CERN das nicht schaffen. Die Computer hier werden gerade via Internet mit über 100.000 Rechnern in Forschungsinstituten auf der ganzen Welt verbunden. Ein Monitorbild zeigt die aktuelle Vernetzung in Realzeit an. Ein gigantischer Supercomputer entsteht.
ein sogenanntes Grid. Für die Wissenschaftler vom CERN ist ein Grid nichts anderes als die Fortsetzung, die Steigerung des World Wide Web. Und das wurde auch hier erfunden. Die Spannung ist spürbar. Alle arbeiten konzentriert auf ihr gemeinsames Ziel hin, den Beschleuniger und die Detektoren endlich zum Laufen zu bringen. Jeder hier ist total aufgeregt und will helfen und es ist einfach großartig, dabei zu sein. Das hier ist Spitzenwissenschaft. Für einen Physiker ist das hier der beste Platz zurzeit. Davon kann ich noch meinen Enkelkindern erzählen. Die Atmosphäre ist großartig spannend. Also ich meine, wir stehen kurz davor, zum ersten Mal wirkliche Daten in unseren Detektoren zu sehen. Und so ein bisschen ist das, vergleiche ich, dass wir das erste Ultraschallbild von unserem Kind mal zu sehen. Wenn Rolf Landur mittags in die Cafeteria geht, trifft er Wissenschaftler aus Israel, dem Irak, Iran und den USA, Inder, Japaner, Russen. Bei der gemeinsamen Suche nach dem Ursprung der Welt sind politische Grenzen unwichtig. Menschen aus 80 Nationen arbeiten hier friedlich zusammen. 3 Milliarden Euro kostet das größte naturwissenschaftliche Experiment der Welt bis jetzt. Die 20 Mitgliedstaaten vom CERN geben das Geld dafür. Das ist wie die Vereinten Nationen in der Physik, aber eine, die vielleicht noch sehr viel effizienter ist, als was man sonst auf politischem Gebiet sieht. Am Max-Planck-Institut in Garching sitzen Volker Springel und seine Kollegen an der Auswertung der riesigen Aquarius-Simulation. Hat der Rechner es tatsächlich geschafft, über 13 Milliarden Jahre die Entwicklung des Universums korrekt zu simulieren? Volker Springel und seine Kollegen finden viele Übereinstimmungen zwischen der Simulation und der heutigen Realität, aber auch gravierende Unterschiede. Aquarius ist sehr präzise und stellt zum ersten Mal auch viele kleine Galaxien dar. Und genau hier liegt das Problem. Die Berechnungen besagen, es muss viele solcher kleinen Galaxien geben. Aber in Wirklichkeit sind sie im Universum nicht zu finden. Woran liegt das? Es gibt also eine Art Diskrepanz zwischen der schlichten Anzahl, der schlichten Zahl kleiner Galaxien, die man beobachten kann, und kleiner Galaxien, die unsere Simulationen voraussagen. Und was wir verstehen wollen, ist, ob das an irgendwelchen fundamentalen falschen Annahmen liegt in diesem Standard-Kosmologie-Modell, ob zum Beispiel das Modell der kalten dunklen Materie geändert werden müsste oder ob es an astrophysikalischen Effekten liegt, die wir noch nicht korrekt berechnen. Diese Materie ist eines der großen Mysterien in der Astrophysik. Die Wissenschaftler haben sie dunkle Materie genannt, einfach weil sie sie nicht sehen können. Aus was sie besteht, weiß niemand. Aber sie muss da sein, denn sie ist es, die unsere Galaxien zusammenhält. Ohne sie würden die Galaxien auseinanderdriften wie die Sitze eines Kettenkarussells. Die Kraft der dunklen Materie ist so stark, dass sie das Licht im Weltall um die Ecke biegt und die Ansicht ganzer Galaxien verzerrt. Bilder eines Weltraumteleskops. An der Stärke der Verzerrungen können die Astronomen ablesen, wie viel dunkle Materie in den Galaxien enthalten sein muss. Es ist ungeheuer viel. 85% unseres Universums soll aus dunkler Materie bestehen. Und eine weitere Entdeckung überrascht Astrophysiker wie Saul Perlmutter. Bei ihren Vermessungen der Supernovae, der explodierenden Sterne, stellen sie fest, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt. Die Expansion des Kosmos gewinnt an Tempo, statt langsam abzunehmen. 1998 hat Saul Perlmutter gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern diese geheimnisvolle Energie zum ersten Mal entdeckt. Doch bis heute haben die Wissenschaftler vergeblich versucht herauszufinden, aus was sie besteht. It seems that the universe has actually
Es scheint, als hätte das Universum tatsächlich von Abbremsen auf Gas geben umgeschaltet, irgendwann vor 5 oder 6 Milliarden Jahren. Im Moment besteht die überraschende Neuigkeit darin, dass sich das Universum beschleunigt ausdehnt. Wir wissen nicht warum. Es könnte sein, dass eine Energie dahinter steckt, die den gesamten Raum ausfüllt. Wir nennen sie dunkle Energie, weil wir nicht wissen, was es ist. Aber wenn das stimmt, dann können wir versuchen, mehr über diese Energie zu lernen, indem wir die Geschichte des Universums studieren. Das All ist also erfüllt von etwas, was wir nicht sehen und wird getrieben von einer Kraft, die wir nicht verstehen. Saul Perlmutter und seine Kollegen wollen der geheimnisvollen Kraft, die das Universum auseinandertreibt, endlich auf die Spur kommen. Falls die dunkle Energie immer weiter anwächst, könnte sie sogar Objekte auseinanderreißen, die bisher durch die Schwerkraft gebunden sind. Doch wie kommt man einer Energie auf die Spur, von der man gar nicht weiß, aus was sie besteht oder wie sie funktioniert? Die dunkle Energie strahlt keine elektromagnetischen Wellen ab, wie zum Beispiel Licht. Wie also soll man sie messen? Die Wissenschaftler haben einen Plan. Sie wollen einen Satelliten ins Weltall schicken. Der wird mit einem neu entwickelten, ultra-hochauflösenden Chip bestückt. Mit ihm können die feinen Helligkeitsunterschiede bei den weit entfernten Supernovae abgebildet werden. Die Idee? Aus der Beziehung zwischen Helligkeit und Entfernung der Supernovae wollen die Astronomen dann errechnen, wie die dunkle Energie die Expansion des Universums beeinflusst. SNAP heißt dieser Satellit, der zur neuen Dark Energy Mission der NASA gehört und an dessen Konstruktion unter Hochdruck gearbeitet wird. Der neue Satellit wird wahrscheinlich im Jahr 2013 zum Start bereit sein und dann 3 Jahre lang den Himmel nach explodierenden Sternen in weit entfernten Galaxien absuchen. Saul Perlmutter rechnet mit der Neuentdeckung von 2000 solcher Supernovae pro Jahr. Und die braucht er auch, denn nur mit einer großen Anzahl von Supernovae könnten er und seine Kollegen die Expansionskraft der dunklen Energie genau nachweisen. Keiner weiß bis jetzt, ob diese dunkle Energie konstant ist oder ob sie sich verändert. Eines aber scheint klar zu sein. Diese geheimnisvolle Kraft ist so stark, dass sie das Weltall auseinanderreißen könnte. Das Universum könnte sich ausdehnen, langsamer werden und irgendwann in sich zusammenstürzen. Oder etwas wahrscheinlicher, es könnte sich immer schneller und schneller ausdehnen. Das könnte sogar so weit gehen, wir nennen das den Big Rip, dass wirklich alles auseinandergerissen wird, bis hin zu den allerkleinsten Teilchen. Mehr Aufschluss über die dunkle Materie und die dunkle Energie erhoffen sich auch viele von der Urknall-Simulation hier in Genf. Wenn dunkle Materie und Energie aus unbekannten Teilchen bestehen, dann könnten sie vielleicht bald hier entdeckt werden. Das Kontrollzentrum vom CERN. Die Vorbereitungen laufen. Das komplizierteste, teuerste und aufwendigste Experiment der Menschheit beginnt. Und es beginnt hier, am Eingang des Teilchenbeschleunigers. Ausgangspunkt: diese unscheinbare kleine Wasserstoffflasche. Aus dem Wasserstoff werden die Protonen erzeugt, dann als Strahl in den Teilchenbeschleuniger geschickt und auf Lichtgeschwindigkeit gebracht. Die ersten Testversuche waren erfolgreich. Ein Teilchenpaket hat schon ein Stück der Röhre zurückgelegt. Die Physiker vom CERN müssen sich langsam, Schritt für Schritt, vorwärts tasten. Sie brauchen viel Geduld. Der Zeitplan ist längst überschritten. Eigentlich hätte der Beschleuniger schon 2007 in Betrieb gehen sollen. Aber sie bewegen sich auf absolut technischem Neuland. Der gewaltige Tunnel ist jetzt geschlossen und wird auf minus 271 Grad heruntergekühlt. Das ist die Temperatur, bei der die 9000 Magnete optimal arbeiten. Dann wird die gewaltige Elektronik koordiniert. Alle Stromkreise müssen zusammengeschaltet werden. Der Countdown läuft. Endlich. Zum ersten Mal wollen die Forscher einen Protonenstrahl durch die ganze Röhre schießen. Zunächst nur in eine Richtung. Wie verhält sich der Strahl? Arbeiten die Magnete, die die rasenden Protonen auf ihrer Bahn halten sollen, korrekt?
Ist das Magnetfeld überhaupt stark genug, um den Strahl zu lenken? Sie müssen zunächst einmal diesen Teilchenstrahl in die Maschine hineinfädeln. Das ist so ähnlich, als hätten Sie 9000 Nadelöhre. Das entspricht den 9000 Magneten. Und durch jedes Nadelöhr müssen Sie diesen Strahl mit Lichtgeschwindigkeit einfädeln. Das ist eine komplexe Operation, weil im Prinzip, wenn irgendwo ein kleiner sozusagen Justierungsfehler ist, der sofort den Strahl aus der Bahn wirft. Und das müssen Sie dann in die andere Richtung wiederholen. Und dann müssen Sie quasi zunächst diese beiden Strahlen zur Kollision bringen. Und diese Strahlen haben an der Stelle einen Durchmesser eines menschlichen Haares, 15 Mikron, 15 Millionstel Meter. Und die müssen Sie über 50 Meter so genau justieren, dass sie sich genau treffen. Das dauert einige Zeit. Das kann Wochen dauern, kann aber auch Monate dauern. Der 10. September 2008. Der offizielle Start des größten Teilchenbeschleunigers der Welt. Spannung im Kontrollraum. Zum ersten Mal schießt der Protonenstrahl durch den 27 Kilometer langen Tunnel. 20 Jahre haben die Wissenschaftler auf diesen Moment gewartet. Wenn das Experiment gelingt, werden auf dem Computermonitor zwei ellipsenförmige Punkte erscheinen. Aber auch wenn in der nächsten Zeit die ersten Kollisionen erfolgen, kann es noch Jahre dauern, bis Ergebnisse vorliegen. Bis klar ist, ob die Forscher vom CERN wirklich Antworten finden auf die ältesten Fragen der Menschheit. Wie fing alles an? Und warum entstand daraus unsere Welt? Natürlich in einer gewissen Weise kommen wir da in diesen Bereich der Schöpfung, der Frage, wie kam all die Welt zustande. Aber wir versuchen das nicht mit einem religiösen Ansatz, sondern wir versuchen mit naturwissenschaftlichen Methoden so weit zu kommen, wie uns das die Technik erlaubt momentan. Und das ist etwa eine Billionstel Sekunde nach dem Urknall. Das heißt, den allerersten Moment werden wir damit nicht erforschen können. Ein Rätsel wird also bleiben. Was war vor dem Urknall? Vor dem Beginn von Raum und Zeit? Dieses Mysterium existiert weiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter dreisat.de/hightech.